Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich eins vorweg sagen. Ich glaube nicht, dass zwei Pässe Loyalitätskonflikte verursachen, sondern das Aberkennen von Teilen der eigenen Identität. Das verursacht Loyalitätskonflikte. Und es ist auch nicht so, dass diese Debatte im luftleeren Raum stattfindet, sondern wir natürlich nach einem CDU-Parteitag in einer bestimmten Debattenlage sind. Und deswegen mit Verlaub, sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Krings, ich hatte über weite Strecken nicht den Eindruck, dass Sie eine Erklärung für die Bundesregierung abgegeben haben, sondern als CDU-Parlamentarier gesprochen haben. Sie haben zumindest nicht für die Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel gesprochen, die ja eine dezidiert andere Meinung hat. Und einen zweiten Punkt, und den möchte ich in aller Deutlichkeit dem Herrn Tauber mal zurufen. Wer hier in diesem Plenum der SPD vorwirft, wir laufen nur einer roten Fahne hinterher, der hat in der Geschichte nicht aufgepasst, dass es das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold war, das die Republik verteidigt hat, als die Konservativen sich vom Acker gemacht haben, meine Damen und Herren. Und sowas ärgert mich, wenn es eine solche Geschichtsklitterung gibt. Und das muss man in aller Klarheit sagen. Wir werden das nicht an der Fahne nehmen lassen. Und das machen Sie auch nicht mit deutschen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und es geht in dieser Debatte nicht nur um den Wegfall von Doppelstaatlichkeit oder der Wiedereinführung von einer Optionspflicht. Es geht um einen Rückfall in die Geschichte vor die Zeit. Und es heißt damit im Kern, es war ein Fehler, euch Menschen, die hier aufgewachsen sind, in Deutschland arbeiten, den deutschen Pass zu geben. Und das löst einen weiteren Loyalitätskonflikt auf. Dieser Beschluss zielt auf junge Erwachsene, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Und dieser Beschluss ist im Kern auch ein Wegducken in jeglicher Hinsicht. Und er zielt auf den inneren Kern der Integration. Sie haben damit für sich ein Problem produziert. Es gab einen Teil der CDU-Bundesparteitagsdelegierten, die sich nicht getraut haben, offen mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin zu brechen. Und stattdessen haben sie sich mit der Optionspflicht einzelne Menschen in unserem Land ausgesucht und haben diese Menschen am Loyalitätskonflikt ausgesetzt. Das ist das Ventil, das sich der Parteitag gesucht hat. Und das wird auf dem Rücken von jungen Menschen in diesem Land ausgetragen. Das ist unverantwortlich, dass Sie einen internen Machtkampf in dieser Art und Weise führen, meine Damen und Herren. Und das müssen Sie jetzt auch in diesem Plenum hier aushalten. Und hier wird Heimat gegen Herkunft ausgespielt. Hier wird versucht, Heimat gegen Herkunft auszuspielen. Und ich dachte, dass wir in der Debatte weiter sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was mich daran ärgert, ist, glauben Sie eigentlich wirklich, dass Sie mit diesem Schlingerkurs in der Integrations- und Innenpolitik tatsächlich irgendeinen rechten Wähler an die Wahlurnen der CDU zurückbringen? Das können Sie doch nicht ernsthaft glauben. Das wird nicht funktionieren. Ich bin bei Ihnen, den Kollegen von den Linken. Ich glaube, dann wird im Zweifel das Original gewählt der entsprechenden Populisten. Und ich bin dem Innenminister Thomas de Maizière ausdrücklich sehr dankbar, der sagte auf dem Parteitag, in Wahrheit ist es natürlich eine verkappte Türkei-Diskussion, wenn wir ehrlich sind. Und das ist auf dem Parteitag gesagt worden. Und das ist nicht in Ordnung. Und Sie haben in der Integrationsdebatte einen entsprechenden Schaden verursacht. Aber nicht nur, wenn es um Integration geht. Sie haben damit auch jemanden getroffen in Essen, in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen, in dem wir wissen, wie man Integration organisiert, Zusammenleben und Zusammenhalt. Sie haben damit auch Ihren sogenannten Spitzenkandidaten Armin Laschet getroffen, der sich seit diesem Parteitag wegduckt und nicht mehr in dieser Frage Stellung bezieht. Das war ein sogenannter Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen. Großer Fan der doppelten Staatsbürgerschaft. Ich könnte die ganzen Stapel der Interviews mitbringen und vorlesen, aber ich habe nicht die entsprechende Zeit, was der alles gesagt hat. Nach dem Parteitag in seiner Heimat in Essen ist er sprachlos. Und das ist das Problem. Sie haben damit einen Riesenschaden auch für Ihren sogenannten Wahlkämpfer verursacht. Das müssen Sie auch aushalten, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen diesen Wandel als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten organisiert. Und deswegen sage ich Ihnen eine Sache voraus. Armin Laschet wird nicht Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens. Und ich sage Ihnen eine zweite Sache voraus. Egal wie die Bundestagswahl ausgeht, Sie werden außer den Populisten niemanden finden, wenn die überhaupt in das Parlament kommen, der mit Ihnen diesen sogenannten Rücknahmebeschluss der Optionspflicht umsetzt. Und das ist das Problem. Und das müssen wir sehr deutlich sagen. Und an alle Menschen, die in diesem Land jetzt eben verunsichert sind, die Sorgen haben, die sich fragen, gilt denn das noch, was wir beschlossen haben?
Ich lese es noch mal vor. Und es steht in unserem Koalitionsvertrag. Wer in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, soll seinen deutschen Pass nicht verlieren und keiner Optionspflicht unterliegen. Diese Vereinbarung gilt. Und darauf werden wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten achten in der Großen Koalition. Und daran werden wir Sie erinnern, meine Damen und Herren. Und da stehen wir, glaube ich, an der Seite der Teile in Ihrer Partei, die mit Ihrer Kanzlerin noch gehen. Und weil es abschließend so ist, und es ja doch einige hier auch gesagt haben, will ich mit dieser Tradition nicht brechen. Es ist bald Weihnachten. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, eine ruhige Zeit. Die Bescherung hat der CDU-Bundesparteitag angerichtet. Danke. Der Kollege Stefan Meyer hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.